Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, das ist der letzte Vlog hier an diesem Donnerstag in diesem Jahr. Habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. Jetzt kommt die Weihnachtszeit, das heißt im Dezember kann ich nur dienstags vloggen und alle zwei Wochen gibt es dann am Sonntag Hashtag IT verstehen, damit die Qualität besonders bei Hashtag IT verstehen so einigermaßen gleich bleibt, damit ich die Themen recherchieren kann, die ihr mir unter dem Hashtag IT verstehen in die Kommentare schreibt. Also wenn ihr da Fragen habt, Hashtag IT verstehen in die Videos schreiben, ich gucke das nach und dann kriege ich ja quasi ein Tutorial zu eurer Frage. Und das immer zu recherchieren, da brauche ich manchmal ein, zwei Wochen zu. Und da ich in der Weihnachtszeit wirklich noch weniger Zeit dafür habe, habe ich mir gesagt, okay, wir machen den Intervall im Dezember ein bisschen, stretchen den ein bisschen und sagen dann nur alle zwei Wochen dann ein Video. So, gut, jetzt zu dem, was jetzt im kommenden Dezember kommt. Jetzt zu heute, und zwar heute liegt Buchhaltung an, da muss ich nachher nochmal in die Stadt ein bisschen was besorgen. Ob ich jetzt mit dem Fahrrad fahre, weiß ich noch nicht. Es regnet heute nicht gerade wenig. Und dann lasse ich mich mal überraschen, was der Tag mir noch bringt. So, und jetzt starten wir. Einkäufe erledigt und werde jetzt wieder ins Büro gehen, nämlich da gibt es noch einen Haufen Schreibarbeit für mich. Bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder und ich habe schon ein bisschen in die Tasten gehauen. Ich habe nämlich schon meinen ersten Blogbeitrag für Hashtag IT verstehen angefangen. Allerdings habe ich mir jetzt vorgenommen, ich werde diesen Blog erst zum 1.1. bzw. zum 15.1.2020 veröffentlichen, damit ich mir da wirklich Zeit lassen kann, um für euch die Beiträge wirklich so einfach wie möglich zu schreiben bzw. euch auch wirklich alle Informationen, die ihr braucht, da reinzupacken. Also 1.1. oder 15.1. startet dieser Blog. Ich werde heute Abend auch den Link, also den Menü-Link zum Blog erstmal wieder rausnehmen und ja, das ist jetzt erstmal mein Plan, was den Blog anbelangt. Und ich habe noch eine erfreuliche Nachricht. Ich habe ja in einem meiner letzten Blogs gesagt, ich habe zweierlei gemacht, einmal Webseite und CMS. Mittlerweile habe ich alles in ein CMS packen können, dank einer CMS-Erweiterung, die ich euch vielleicht nochmal vorstelle. Ich weiß noch nicht so genau, weil das ist ja wieder so ein Ding, ist ja Werbung und so weiter. Ich denke mal, vielleicht stelle ich euch das mal bei Hashtag IT verstehen vor. Ist eine ganz nützliche Erweiterung, da könnt ihr nämlich einfach eure HTML und PHP oder JavaScript einfach einbinden in einen Beitrag. Und das persönlich habe ich gebraucht. Das heißt, das Kontaktformular funktioniert wie früher. Die Auflistung und Links werden wieder so angezeigt wie früher. Also sprich, das gleiche HTML-Gewand, was ich quasi damals für die Webseite designt habe, wird zumindest auf der Startseite so angezeigt. Ja. Also da könnte ich jetzt noch länger drüber reden, aber das machen wir dann mal an einer anderen Stelle. So, ihr Lieben, es ist schon wieder 6 Uhr. Ich werde für heute Schluss machen, beziehungsweise Schluss mache ich ja eigentlich nie. Ich arbeite ja eigentlich meistens, bis ich schlafen gehe, und das werde ich wahrscheinlich auch heute wieder tun, weil ich bin
wieder top motiviert, nachdem sich hier so einige kleine Stolpersteine, die ich in den letzten Wochen lösen musste, quasi von Geisterhand gelöst haben. Und ja, werde jetzt an dieser Stelle aber den Vlog beenden. Wir sehen uns im nächsten Jahr Donnerstag wieder, aber schon nächste Woche Dienstag zu einem neuen Vlog. Und bis dahin, macht was, da bekommt auch was. Bis dahin.